Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten. Es freut mich sehr zu sehen, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Creepypasta-Sonntag. Und ich würde sagen, fangen wir doch direkt mit der Geschichte an. Die folgende Geschichte behandelt das große Thema der ethischen Grenzen und der Wissenschaft. Und was passiert, wenn diese blauäugig überschritten werden? Das russische Schlafexperiment. In den 1940ern wurden 5 Menschen von russischen Forschern unter der Verwendung eines experimentellen, gasförmigen Aufputschmittels für 15 Tage lang wachgehalten. Sie wurden in einem versiegelten Raum eingesperrt, um die Sauerstoffaufnahme sorgfältig zu überwachen und um sicherzustellen, dass das Gas sie nicht töten würde, da dieses in hohen Konzentrationen giftig war. Dies alles geschah in der Zeit vor der Erfindung der Überwachungskamera, sodass zur Beobachtung nur Mikrofone und 12 cm dicke Einwegspiegel zur Verfügung standen. In der Kammer befanden sich vollgepackte Bücherregale, Pritschen zum Schlafen, allerdings ohne Bettwäsche, ein Anschluss mit fließendem Wasser, eine Toilette und genug Trockennahrung für einen Monat. Bei den 5 Testpersonen handelte es sich um politische Gefangene, die in der Zeit des gerade tobenden Zweiten Weltkriegs als Staatsfeinde galten. Die ersten 5 Tage war alles in Ordnung. Die Probanden beschwerten sich kaum, war ihnen doch fälschlicherweise versprochen worden, dass sie nach der Teilnahme an der Untersuchung und dem 30-tägigen Wachsein freigelassen werden würden. Die Gespräche und Aktivitäten in der Kammer wurden durchgehend überwacht. Dabei wurde festgestellt, dass die Probanden über zunehmend traumatischere Ereignisse in ihrer Vergangenheit sprachen und dass mit dem Überschreiten der 4-Tages-Marke der allgemeine Ton und Charakter dieser Gespräche immer düsterer wurde. Nach dem 5. Tag begannen die Probanden sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in diese Situation geführt hatten. Außerdem zeigten die ersten frühe Zeichen einer schweren Paranoia. Anstatt miteinander zu sprechen, flüsterten sie nun abwechselnd in die Mikrofone und Einwegspiegel. Sie gingen seltsamerweise davon aus, dass sie das Vertrauen der Versuchsleiter gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die anderen gefangenen Probanden, ans Messer lieferten. Die russischen Forscher gingen zunächst davon aus, dass dieses Verhalten eine Nebenwirkung des Gases war. Nach 9 Tagen fing der Erste mit dem Schreien an. Er lief immer wieder die Kammer auf und ab und schrie für 3 Stunden aus vollem Hals. Danach versuchte er weiter zu schreien, brachte aber nur noch ein gelegentliches Quieken hervor. Die Theorie der Forscher war, dass er seine Stimmbänder vollständig zerstört hatte. Das Überraschendste an diesem Verhalten war jedoch, wie die anderen Gefangenen darauf reagierten. Oder besser gesagt, nicht darauf reagierten. Sie flüsterten weiter in die Mikrofone, bis der Zweite anfing zu schreien. Die nicht schreienden Gefangenen nahmen dann die Bücher, rissen die Seiten raus, beschmierten sie mit dem eigenen Kot und klebten sie ruhig nach und nach über die Einwegspiegel. Das Schreien hörte danach sofort auf, ebenso das Flüstern. Nach weiteren 3 Tagen überprüften die Forscher inzwischen stündlich die Mikrofone, um sicherzustellen, dass diese noch funktionierten, da sie es für unmöglich hielten, dass sich die 5 Probanden in der Kammer völlig geräuschlos verhielten. Der Sauerstoffverbrauch zeigte an, dass alle 5 noch am Leben sein mussten. Tatsächlich entsprach die Menge an Sauerstoff der, die man erwarten würde, wenn diese 5 Menschen ein hohes Maß an anstrengender körperlicher Tätigkeit vollführen würden. Obwohl es, um eine Beeinflussung der Gefangenen zu vermeiden, nicht als Teil des Experiments geplant war, sahen sich die Forscher gezwungen, am Morgen des 14. Tages die Gegensprechanlage zu verwenden, um eine Reaktion der Probanden zu provozieren, von welchen sie inzwischen annahmen, dass sie entweder tot oder in einem vegetativen Zustand gefangen waren. Die folgende Nachricht wurde übertragen. Wir öffnen jetzt die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Treten Sie von der Tür zurück und legen Sie sich flach auf den Boden, um nicht erschossen zu werden. Die Befolgung dieser Anweisung führt dazu, dass einer von Ihnen direkt in die Freiheit entlassen wird. Zu Ihrer Überraschung hörten Sie einen einzigen ruhigen Satz als Antwort. Es kam zu einer Debatte zwischen den Forschern und den Militärs, die das ganze Unternehmen finanzierten. Da es nicht möglich war, weitere Reaktionen über die Gegensprechanlage zu provozieren, wurde schließlich beschlossen, die Kammer am 15. Tag um Mitternacht zu öffnen. Das Gas wurde durch Einpumpen frischer Luft aus der Kammer evakuiert und sofort drangen Stimmen aus den Lautsprechern, die diesen Vorgang widersprachen. 3 davon begannen zu betteln, das Gas wieder anzustellen, mit einer Verzweiflung, als würde es um das Leben eines geliebten Menschen gehen. Im Anschluss wurde die Kammer geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Probanden herauszuholen. Diese fingen nun lauter an zu schreien als jemals zuvor und die Soldaten stimmten in die Schreie mit ein, als sie sahen, was sich in der Kammer befand. 4 der 5 Probanden waren noch am Leben, wobei
Leben hierbei eine arg optimistische Beschreibung ihres Zustands war. Die Essensrationen des fünften Tages waren nicht angefasst worden. Fleischfetzen von den Oberschenkeln und der Brust des toten Probanden waren in den Abfluss in der Mitte des Raumes gestopft worden und verstopften diesen, so dass sich eine Pfütze mit etwa 10 cm Tiefe in der Mitte der Kammer gebildet hatte. Wie viel dieser Flüssigkeit Blut war, konnte letztendlich nicht festgestellt werden. Alle vier Überlebenden wiesen Wunden auf, die durch das Herausreißen von Muskeln und Haut verursacht worden waren. Abschürfungen und Stellen mit freiliegenden Knochen an den Fingerspitzen zeigten, dass diese Verletzungen per Hand und nicht etwa, wie zuerst vermutet, mittels Zähnen zugefügt worden waren. Eine genauere Untersuchung der Position und der Winkel der Wunden ergaben, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, von ihnen selbst verursacht wurden. Alle inneren Organe unterhalb des Brustkorbs sind bei den vier Probanden entfernt worden. Während Herz, Lunge und Zwerchfell noch an Ort und Stelle waren, waren die Haut und das an den Rippen eigentlich befestigte Muskelgewebe abgerissen worden, was dazu führte, dass die Lungen durch den Brustkorb hindurch sichtbar waren. Alle entfernten Organe waren jedoch intakt. Sie waren sauber entfernt und auf den Boden gelegt worden und waren um die noch lebenden, ausgeweiteten Körper der Probanden verteilt. Es stellte sich heraus, dass der Verdauungsapparat der Probanden noch funktionsfähig war, da diese noch im Prozess waren, Nahrung zu verdauen. Bei dieser Nahrung handelte es sich um das Fleisch, das sich die Probanden selbst ausgerissen hatten. Bei den meisten Soldaten in der Anlage handelte es sich um russische Spezialagenten und trotzdem weigerten sich viele, nochmal einen Fuß in die Kammer zu setzen, um die Probanden zu entfernen. Diese schrien weiter, dass sie in der Kammer bleiben wollten, wechselten zwischen Betteln und Fordern, dass das Gas wieder eingeleitet werden sollte, um ein Einschlafen zu verhindern. Zu aller Überraschung wehrten sich die Probanden trotz ihres Zustands vehement gegen ihre Entfernung aus der Kammer. Einer der russischen Soldaten wurde getötet, als ihm die Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, da ihm ein Hoden abgerissen und die Oberschenkelarterie durch den Biss eines Probanden durchtrennt worden war. Zählt man die Suizide, welche sich in den darauffolgenden Wochen ereigneten, so verloren noch 5 weitere Soldaten das Leben. In der Auseinandersetzung wurde die Milz eines der Probanden zerrissen und er verblutete nahezu sofort. Das medizinische Personal versuchte, ihn zu betäuben, aber das gestaltete sich als unmöglich. Ihm wurde mehr als die 10-fache Dosis eines Morphinderivats injiziert, aber er kämpfte weiter wie ein in die Enge getriebenes Tier und brach einen der Ärzte sowohl Rippe als auch Arm. Sein Herz schlug noch für volle 2 Minuten nach dem Ausbluten weiter. Zu diesem Zeitpunkt befand sich mehr Luft in seinem Gefäßsystem als Blut. Selbst nachdem das Herz stillstand, schrie und schlug er noch für weitere 3 Minuten um sich. Er versuchte, jedem in Reichweite anzugreifen und wiederholte einfach nur das Wort mehr. Immer wieder, immer schwächer und schwächer, bis er schließlich verstummt war. Die überlebenden 3 Probanden wurden fixiert und in eine medizinische Einrichtung transportiert. Die beiden mit intakten Stimmbändern bettelten darum, wieder mit dem Gas versorgt zu werden, um wach zu bleiben. Der am schwersten Verletzte der 3 wurde in den einzigen Operationssaal der Einrichtung gebracht. Der Plan war, die Organe des Probanden in seinen Körper wieder zu integrieren. Dabei wurde jedoch festgestellt, dass der Proband anscheinend völlig immun gegen die Wirkung des ihm verabreichten Beruhigungsmittels war. Er kämpfte heftig gegen seine Fesseln, während versucht wurde, ihm die Maske mit dem Narkosegas aufzusetzen. Er schaffte es fast, das komplette 10 cm dicke Lederband an seinem Handgelenk zu durchreißen, obwohl er zusätzlich durch das Gewicht eines Soldaten von etwa 100 kg fixiert wurde. Es dauerte nur ein wenig länger als bei einem normalen Menschen, bis die Narkose wirkte. Seine Augenlider flatterten zunächst und schlossen sich dann ganz, zu welchem Zeitpunkt sein Herz aufhörte zu schlagen. Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass sein Blut das 3-fache des normalen Sauerstoffgehalts aufwies. Seine Muskeln, die noch an seinem Skelett befestigt waren, zeigten tiefe Risse und er hatte sich in seinem Kampf gegen die Fesseln 9 Knochen gebrochen. Die meisten Brüche wurden durch die Kraft, die seine eigenen Muskeln auf die Knochen ausgeübt hatten, verursacht. Der 2. Überlebende war der 1. der 5 gewesen, der angefangen hatte zu schreien. Seine Stimmbänder waren so zerstört, dass er dem operativen Eingriff nicht widersprechen konnte. Seine Reaktion auf den Versuch, ihn in Narkose zu versetzen, bestanden in einem heftigen Schütteln des Kopfes und einem flehenden Gesichtsausdruck. Er nickte heftig, als jemand resigniert vorschlug, die Operation ohne Betäubung durchzuführen, und reagierte nicht während des gesamten 6-stündigen Prozederes, bei dem seine Unterleibsorgane wieder eingesetzt und die Wunde mit dem Rest seiner Haut bedeckt wurde. Der leitende Chirurg erklärte mehrmals, dass es medizinisch unmöglich war, dass der Patient noch am Leben war. Eine verängstigte Krankenschwester, die bei der Operation assistiert hatte, gab an, dass sie mehrmals gesehen hatte, wie sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzogen hatte, immer wenn sich ihre Blicke trafen. Nachdem die Operation beendet war,
blickte der Proband den Chirurgen an und fing an laut zu keuchen und versuchte mühevoll etwas zu artikulieren. Da die anwesenden Ärzte annahmen, dass es sich um etwas Wichtiges handeln könnte, ließ der leitende Chirurg einen Stift und einen Notizblock holen, damit der Proband seine Nachricht aufschreiben konnte. Sie lautete schlicht: Schneidet weiter. Die beiden anderen Probanden wurden der gleichen Operation unterzogen, ebenfalls ohne Verwendung von Betäubung. Allerdings mussten ihnen für die Dauer des Eingriffs Lähmungsmittel injiziert werden, da es dem Chirurg nicht möglich war, die Operation durchzuführen, während die Probanden durchgehend am Lachen waren. Nachdem sie gelähmt waren, konnten die Probanden den Ärzten nur mit den Augen folgen. Die Wirkung des Lähmungsmittels hielt jedoch nur bemerkenswert kurz an, und so versuchten sie bald wieder ihren Fesseln zu entkommen. In dem Moment, in dem ihre Fähigkeit zu sprechen zurückkehrte, fragten sie wieder nach dem Gas in dem Experiment. Die Forscher versuchten zu fragen, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie sich selbst die Eingeweide herausgerissen hatten und warum sie das Gas wiederbekommen wollten. Die einzige Antwort, die gegeben wurde, war: Ich muss wach bleiben. Die Fesseln aller drei Probanden wurden verstärkt und diese anschließend wieder in die Kammer gebracht, bis entschieden war, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die sich den Zorn ihrer militärischen Wohltäter gewiss waren, da sie die erklärten Ziele ihres Projekts verfehlt hatten, überlegten, die überlebenden Probanden zu töten. Der befehlshabende Offizier, ein ehemaliger KGB-Agent, sah stattdessen Potenzial in ihnen und wollte sehen, was passieren würde, wenn sie wieder dem Einfluss des Gases ausgesetzt waren. Die Forscher erhoben Einwände, wurden aber überstimmt. In Vorbereitung auf die erneute Versiegelung in der Kammer wurden die Probanden an einen EEG-Monitor angeschlossen und ihre Fesseln für die Langzeitbelastung gepolstert. Zu jedermanns Überraschung hörten alle drei auf, sich zu wehren, als klar wurde, dass sie wieder dem Gas ausgesetzt werden würden. Es war offensichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt alle drei große Anstrengungen unternahmen, um wach zu bleiben. Einer der Probanden, die noch sprechen konnten, summte die ganze Zeit laut. Der stumme Proband stemmte seine Beine abwechselnd gegen die Fesseln, um sich auf etwas zu konzentrieren. Der letzte hielt den Kopf über sein Kissen und blinzelte sehr schnell. Da er der erste war, der mit dem EEG verkabelt worden war, konnten die Forscher überrascht seine Gehirnströme beobachten. Diese waren zum Großteil normal, stagnierten aber manchmal unerklärlicherweise. Es sah so aus, als würde er regelmäßig einen Hirntod erleben, bevor alles wieder zur Normalität zurückkehrte. Während sich alle anderen auf den Messschreiber konzentrierten, konnte eine der Krankenschwestern sehen, dass sich seine Augen genau in dem Moment schlossen, in dem sein Kopf in das Kissen fiel. Seine Gehirnwellen nahmen sofort die charakteristische Tiefschlafform an, bevor sie endgültig abflachten und sein Herz stehen blieb. Der einzige verbleibende Proband, der noch sprechen konnte, fing an zu schreien, dass die Kammer sofort versiegelt werden sollte. Seine Gehirnwellen zeigten die gleichen Muster wie das des gerade Verstorbenen. Seine Gehirnwellen zeigten das gleiche Muster wie die des gerade Verstorbenen. Der Kommandant gab den Befehl, die Kammer mit beiden Probanden sowie noch drei Forschern im Innern zu versiegeln. Einer dieser drei zog daraufhin sofort seine Waffe und schoss den Kommandanten mitten zwischen die Augen, drehte sich dann zum stummen Probanden und erledigte diesen ebenfalls durch einen Kopfschuss. Er richtete dann seine Waffe auf den letzten Probanden, der immer noch ans Bett gefesselt war, während die übrigen Mitglieder des Medizin- und Forschungsteams aus dem Raum flohen. Wäre denn nicht mit diesen Dingern hier eingesperrt? Nicht mit euch! Schrie er dem Mann an, der ans Bett gefesselt war. Was zur Hölle seid ihr? Ich muss es wissen! Der Proband lächelte. Wie kannst du das so einfach vergessen? Fragte er. Hier seid ihr. Hier sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert und in den Tiefen eures animalischen Verstandes darum bittet, freigelassen zu werden. Wir sind das, wofür ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, das ihr zu Stille und Regungslosigkeit verdammt, wenn ihr den nächtlichen Hafen anstört, zu dem wir nicht gelangen können. Der Forscher hielt inne, dann zielte auf das Herz des Probanden und drückte ab. Das EEG erstarb, als der Proband seine letzten Worte flüsterte. Passt frei. Ich glaube nicht, dass man das mit einem einfachen Fall von Skorbut weg erklären werden kann. Meine lieben Freunde, bis zum nächsten Sonntag.